Ja, und damit willkommen zu Lara Croft Tomb Raider Legend. Ich weiß, ich spiele gerade nach dem zweiten und dritten Teil, aber ab Legend ist es ja eine neue Trilogie. So. Ich mache mal Untertitel an, aber bitte nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch. So, also ich weiß, dieses Spiel habe ich noch gar nicht gespielt. Ich habe das höchstens mal gespielt bis zum ersten Kontrollpunkt. Aber danach, nach dem Laden, also nach dem Kontrollpunkt, als ich dann durch irgendwas durchgegangen bin, hat es sich immer andauernd aufgehangen. Dadurch habe ich dieses Spiel noch nie durchgespielt. Das heißt, bis zum ersten Kontrollpunkt kann man vielleicht noch sagen, dass ich noch in etwa weiß, was auf mich kommt, aber danach quasi ich noch komplett blind. Andernfalls kann man sagen, ich spiele es zu 100% blind. Weil, als ich das letzte Mal gespielt hatte, bis zum ersten Kontrollpunkt, ist schon wieder Jahre her. Das heißt, ich kann mich null erinnern. Tomb Raider Legend kam damit am 7. April 2006 für Nintendo GameCube, PlayStation 2 und 3, PlayStation Portable, Windows, Xbox und Xbox 360 so nebenbei. Und ist ja natürlich ein Action-Adventure-Spiel. Ich spiele mal auf Mittel. Anaya hat angerufen. Sie hat Gerüchte über einen alten bolivianischen Tempel mit einer Steinestrade gehört. Nur weil man noch keine gefangen hat, kann es trotzdem welche geben. Ja, das ist wahr. Aber vielleicht wollen sie ja nicht gefunden werden. Sie sollen ja recht wild sein. Yetis sehen nur wild aus. Vermutlich mögen sie die dauernde Kälte nicht. Würde mir auch nicht gefallen. Ach, Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Da! Henry, was ist passiert? Lady Croft, Mayday! Hier ist Bravo Tango 229. Backbordmotor verloren. Versuche Quervorschübe zu öffnen. Stürzen wir jetzt ab? Steuerbordmotor reagiert nicht. Nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Stabilisator klemmt. Ruder bricht aus, verlieren an Höhe. Ja, wir stürzen ab! Mach die Augen zu, Liebes. Ich will meine Augen nicht zumachen. Da, alle tot. Ich denke, du hast deine Kletterausrüstung absichtlich vergessen. Wie kommst du denn darauf? Ehrlich, Sid, das ist wie Treppensteigen, nur nicht so langweilig. Und ich muss immer kotzen, wenn du nach unten siehst. Hey, alles ist zurück. Schnapp dir ein Headset. So früh zurück? Aus Florenz, oder? Ich habe mich doch für Genua entschieden. Bei dem Tempo wird meine Dissertation nie fertig. Na egal. Was macht ihr in Bolivien? Klettern. Alistair, das ist Tiwanaku. Eine Stadt der Prä-Inka-Zeit. Leider völlig zerstört. Entzückend. Wieso machen die eigentlich nie wirklich Dinge? Ich suche nach einigen Artefakten. Und das schon ziemlich lange. Schön. Eine alte Freundin aus La Paz hat mir ein sehr interessantes Gerücht erzählt. Ember. Was für Artefakte? Naja, unter anderem eine Steinestrade. Ein Felsen. Und sie sagt nicht warum. Dann wäre es doch nicht mehr spannend. Kann ich jetzt anfangen? Ja, ich weiß, Ember ist wahrscheinlich die Freundin, die gemeint ist. Ich kenne ja schon ein bisschen die Geschichte halt, weil ich mich mal informiert habe. Ja, also ab dieser Teil gibt es nur noch Kontrollpunkte. Und ab dieser Kontrollpunkte kann ich immer speichern. Das Gute ist, also man kann ja quasi sagen, dass die Kontrollpunkte die Speicherdiamanten und Kristalle aus Tomb Raider 1 und 3 ersetzen. Aber die sind jetzt nicht so weit auseinander, sondern die Kontrollpunkte kommen ja hin und wieder mal. Drücken Sie Kreuz, um zu springen. Halten Sie die Lauftaste und drücken Sie dabei Kreuz, um in die gewünschte Richtung zu springen. Halten Sie Kreuz gedrückt, um weiter zu springen. Ja, wie gesagt, ab Legend ist es eine neue Trilogie. Nein! Und hat mit der Hauptstory nichts mehr zu tun. Also 1 bis 6. Eigentlich war nicht geplant, dass ich Legend spiele, sondern ein anderes Spiel, aber dazu brauche ich noch die Dingskamera. Ich habe die zwar, also es war ein PlayStation 3 Spiel, was ich spielen wollte, aber ich wollte jetzt nicht die Kamera aufstellen und vorbereiten. Und dazu brauche ich natürlich auch die Motions Controller. Das Spiel, was ich eigentlich spielen wollte, war Kung-Fu Rider. Aber jetzt habe ich mich dafür entschlossen. Ja, das ist übrigens auch neu. Also hier gibt es sehr viele Neuerungen. Das hat Spaß gemacht. Wie tauche ich? So. Okay, Kreuz komme ich wieder hoch. Und mit Kreis gehe ich nach unten. Ich muss mich ein bisschen kurz an die Steuerung gewöhnen. Hey, wirf mal einen Blick auf deinen PDA. Er funktioniert noch, falls du das meinst. Cool, angeblich ist er wasserdicht. Du kannst sogar problemlos damit schwimmen. Außer du isst ihn. Dann musst du eine Stunde warten. Greifen Sie mit Dreieck und nach einem beweglichen Objekt und verschieben Sie es mit L. Sie erneut... Achso, drücken Sie erneut. Ich wollte schon sagen, haben Sie jetzt da irgendwas Blödes geschrieben? Und so kennt man Lara, sie macht alles wieder kaputt. Ach ja, Lara hat auch nicht mehr das typische Ausdauer. Also Lebenspunkte halt. Sie hat nicht mehr eine Leiste, sondern nach einigen Treffer von einem Gegner oder so verliert, stirbt sie dann erst. Kann man hier irgendwie auch Wandsprünge machen? Leider nein. Hä, war das nicht irgendwie Wasser gemeint? Ja, hoch! Ranzoomen kann man nicht. Was ist das? Nein! Nein! Ah, okay, doch R1. Wie sagt das vorhin nicht funktioniert? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Kontrollpunkt. Wie gesagt, bei jedem Kontrollpunkt kann man speichern. Und wenn ich sterbe, dann respawn ich genau beim letzten Kontrollpunkt. Also jetzt allgemein. Wenn ich vorher nicht gespeichert habe... Also wenn ich jetzt da zum Beispiel nicht speichern sollte, respawn ich trotzdem dort wieder. Ja. Schon wieder Kontrollpunkt so nah? Nein, was machst du da? Wieso springt sie da lang? Kann es sein, dass manchmal die Steuerung nicht richtig funktioniert oder es liegt an meinem Controller? Sag mal, willst du mich verarschen, Alter? Also die Steuerung ist für mich erstmal noch gewöhnungsbedürftig. So, kriegen wir es jetzt hin, einfach da hinzuspringen? Nirgendwo woanders hinzuspringen? Wenn du nicht aufhörst zu schwingen, muss ich kotzen, Lara. Ach so, dann sieh nicht auf den Bildschirm. Ach, das Licht. Hat aber auch eine Ausdauer. Wenn Lara zu früh springt, kann sie sich nur mit einer Hand festhalten. Und da muss ich natürlich Kreis wollte ich schon sagen. Sagt schon. Dreieck drücken. Stimmt, wenn ich mich noch ein bisschen erinnere, ich glaube, da kam ein Gegner. Vorsicht! Tief durchatmen, Zip, sonst wird es eine lange Reise. Du bist und bleibst eine Optimistin. Na, lieber optimistisch als... Wie heißt das andere Wort? Pessimistisch? Keine Ahnung. Oder pessimistisch? Keine Ahnung. Mann, hör doch mal auf. Ja, deswegen sollte er auch rückwärts machen. Vor allem, es war nicht mal richtig nach hinten gedrückt. Das war nach links unten gedrückt. Wenn Sie speichern, wird das Spiel am zuletzt passierten Kontrollpunkt gespeichert. Stirbt Lara... Ja, also da wurde es nochmal geklärt. Oh oh. Da speichere ich lieber nochmal. Was, schon 17 Minuten? Das ist krass. Nein. Das war aber knapp. Diese typischen Fallen. Natürlich müssen sie mich auch hier verfolgen. Kann sie überhaupt gar nicht rennen? So nebenbei? Okay. Ich bin hier, sehe aber niemanden klettern. Ja, aber ich sehe niemanden, den ich erschießen kann. Ich hätte so gerne jemanden abgeknallt und jetzt ist hier niemand. Er schuldet mir was. Dass er die Finger nicht gesehen hat. Ja, ich werde es Wappen selbst sagen. Wie will das vom Gerät? Weißt du, wer er ist oder für wen er arbeitet? Keinen blassen Schimmer. Er will nicht erkannt werden. Ist das gut oder schlecht? Da er es nicht will, ist es schlecht. Aber open-world-freundlich ist es nicht wirklich, oder? Sag mal, ist seine Leiche jetzt verschwunden? Lame. Drücken Sie... Ja, Dings nach rechts, um Fernglas zu benutzen. Oder wegzustecken. Den Rest konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. Nein, ich wollte eigentlich runter. Aber nicht so. Ich wollte nur herumgucken. Ich weiß nicht, ob das eigentlich eine gute Idee war, jetzt hier Legend zu spielen, obwohl ich noch die anderen zwei Spiele halt. Nicht, dass ich mit der Steuerung durcheinander komme. Ja, kann sie nicht runter? Dass es eigentlich abbricht. Ja, stimmt, genau. Ab da war ich, hier war ich zum Schluss. Das war der letzte Speicherpunkt gewesen. Was dahinter ist, das weiß ich nicht mehr. Aber das werden wir dann zum nächsten Mal erfahren. Ich werde jetzt ein bisschen auf Stream gucken, ob ich da durchkomme. Ansonsten würdet ihr ja sehen... Also werdet ihr sehen, ob ich dann weiterspiele oder nicht. Also wenn jetzt für einige Tagen keine Folge rauskommt, dann wisst ihr Bescheid. Dann ist das zweite Spiel, was ich mir da geholt habe von Legend. Denn ich habe jetzt mittlerweile zweimal das Spiel. Der eine ist halt ein bisschen defekt und der andere ist ein bisschen neu. Den habe ich jetzt auch nicht wirklich getestet. Das war auch ein Fehler halt. Aber ich wollte halt das komplett blind spielen. Ja. Aber es werden wir ja dann sehen, ob ich mir es dann ein drittes Mal holen darf oder nicht. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und dann zum nächsten Mal. Also sehen wir uns dann zum nächsten Mal. Ich sage ansonsten nur noch Tschüss.